Und heute war da wieder ein Hund. Großkopfig, tapsig. Einer, der seine Besitzer wahrscheinlich überleben wird. Ein Schäferhund-Welpe vermutlich. Ich kenne mich mit Hunderassen nicht aus. Ich denke jetzt viel über Tiere nach und wie sie uns oder ihre jeweiligen Besitzer begleiten, wie sie verschwinden oder aussterben, wie sie uns wieder zuwandern. Regal 1. Bis vor kurzem noch meinte ich, die Bücherstapel abarbeiten zu können, die sich angesammelt hatten, wie die Akten in einer Geheimdienstzentrale. Mit der Zeit aber wurden sie zu Wand, Wand vor der Wand. Sie verschmolzen zu einem Objekt, das weiteres Datenmaterial unnötig machte. Gleichzeitig meine ich, die Bücher geben mir etwas wieder, das auch eine Welt sein könnte. Die Welt im Kleinen? Nein, dieser Ausdruck verkleinert nur den Gedanken. Keine kleine Welt, eine papierne Welt, in der Größenverhältnisse keine Rolle spielen. Ein gedachter Raum, darin türmen sich Notate in Beobachtungen, minutiöse Protokolle, Vorgangsbeschreibungen. Zumindest hatte ich, nachdem das Regal aufgestellt war, damit begonnen, die Bücher zu sortieren. Nach Erscheinungsjahr erst, dann nach Fachgebiet. Ich würde, so glaubte ich, einen Verlauf nachstellen können. Einen Geschichtsverlauf, dessen Ordnung ich immer wieder auflöste, zumindest hier in der Reihenfolge der Bücher, als wolle die Physik mir ihre Wahrheit beweisen. Die Bücher aber wurden mehr und mehr zu Trümmern eines Berges, der sich wie die Geschichte vor Benjamins rückwärts fliegenden Engel auftürmen. Vielleicht gibt es Ordnung nur außerhalb der Zeit, nicht aber in einer zunehmend ungeordneten Welt. Ordnung und Trost, und wenn schon kein Trost, dann doch eine gewisse Erleichterung. Gestern erreichte mich die Nachricht vom endgültigen Zusammenbruch des Irak, fotografiert von chinesischen Raumfahrern. Der Zusammenbruch war eine Behauptung. Auf dem Foto war die Geografie des Iraks zu erkennen, aber kein verschwindendes politisches System. Lexi. Immer öfter muss ich an Lexi denken, den Hund meines Freundes Olaf aus der Vorabiturzeit, hier in Karl-Marx-Stadt übrigens. Lexi war ein Pudelmischling, weiß und struppig, vielleicht 30 cm hoch und mit einem Problem. Sie, es war eine Hündin, konnte die Höhe von Hindernissen nicht richtig einschätzen. Springen konnte sie sehr gut. Ganz gleich, wie hoch die Hürde war, sie knallte immer mit den Vorderpfoten 1-2 cm unter den oberen Rand.
Die hat ja im Küchbad drin gewohnt, Lexi und Olaf. Oh. Ich will damit nur meine intime Kenntnis der Stadt zum Ausdruck bringen. Es muss so Mitte der 12. Klasse gewesen sein. Tschernienko war gerade gestorben und wir waren am Vormittag mal wieder im Klassenverband zum sowjetischen Konsulat gepilgert, um zu kondolieren. Ich war also früher als üblich zu Hause, als es plötzlich klingelte und die schlieren Schatten am Aquarium verschwanden. Ob ich wisse, wo Sven sei. Sven. Seine Statur, sein Gesicht, seine Körperhaltung waren als Abguss der seines Sohnes unmittelbar zu erkennen. Ich kannte Svens Vater bislang nicht, hatte ihn nur hin und wieder gehört, wenn ich vor seiner Tür auf Sven wartete. Aber es war, als hätte Sven sich in eine vielleicht ein wenig zu große und vielleicht ein wenig zu unsachgemäße Lagerung nachgedunkelte Hülle geflüchtet. Und die NDW-Buttons, die er sonst am Revers trug, einfach durch ein Parteiabzeichen ersetzt. Ralf war neben Sven und mir ebenfalls Berufsoffiziersbewerber. Also noch ein, zwei Quotenschüler, aber im Gegensatz zu Sven und mir war er einer der Besten der Klasse und behauptete, Elektronik studieren zu wollen. Als ich später einmal die Fotos aus meiner Schulzeit sortierte, stellte ich fest, dass Ralf auf jedem einzelnen Bild zu sehen war, meist nur am Rand, manchmal nur mit einem einzelnen Körperteil, einem Fuß, einem Knie, einem Stück seines Kopfes. Aber er war da und trotz der Bruchstücke erkennbar. Eine Signatur wie Hitchcock in seinen Filmen. Ob ich wisse, wo Ralf wohne, fragte Svens. Ausgeleierte Hülle, klar. Und ich wollte ihm den Weg erklären. Komm, zeig's mir schnell. Vor dem Haus stand bei laufendem Motor ein blauer Volga. Genau jenes Fahrzeug, das mir in Farbe und Form etwas geradezu Offizielles demonstrierte, es sei denn, es trug ein Taxischild. Neben einem Volga wirkten Trabanten, wie sie vor unserem Häuserblock standen, mit einem Mal klein, will heißen, ihre geringe Größe fiel mir jetzt ins Auge, weil ein Vergleich möglich war. Svens Vater führte mich zur Beifahrerseite des Wagens, die er mir öffnete, wie ich es sonst nur aus Filmen kannte, mit einer kurzen Verbeugung und einem Bitte sehr. Ich wartete auf die Bemerkung des Fahrers, dass dies kein Trabant sei und die Türen sich leise schließen ließen. Ein Standardsatz, der eigentlich immer fiel, selbst wenn man mit einem Trabant reiste und die Tür wieder aufsprang, wenn man sie mit Kraft und Geschick behandelte. Die Mahnung blieb aus und dann knallte er die Türe hinter mir zu. Nicht mehr wie im Film. Eine Geste, bei der ich mich heute frage, ob sie der Stimmung des Fahrers oder dem Zustand des Türschlosses entsprach. Sven
Svens Vater lief um den Wagen herum zur Fahrerseite, öffnete die Tür ohne Bitte sehr und ließ sich auf dem Sitz neben mir fallen. Fahren wir? Auf kürzesten Weg schon schoss der Wagen aus dem Yorkgebiet. Wir waren wieder am Film angelangt, in einem amerikanischen Film mit Verfolgungsjagden. Derart rasant schleuderte Svens Hülle den Wolga in die Kurven. Der Fahrer schien sich hier auszukennen. Wir hätten an der Leninstraße rechts gemusst, aber wir rasten an der Leninstraße vorbei, ließen die russische Kaserne, deren rot übermalten Klinkern, rechts liegen und fuhren an einem großen grauen Tor vorbei, direkt in den Zeisigwald. Wenn ich Karl-Marx-Stadt noch nicht gekannt hätte, auf dieser Fahrt hätte ich die Stadt kennengelernt. Zumindest hätte ich sie kennenlernen können, wenn ich die Aufmerksamkeit dafür hätte aufbringen können. Aber meine Augen hielten sich an Bekanntes und an die grauen Sitzbezüge der Vordersitze, als hätten sie noch lange vor meinem Kleinhirn aufgegeben, ein Ziel dieser Fahrt auszumachen. Wir fuhren durch den Zeisigwald in östlicher Richtung und bogen an der Tierklinik mit benachbarter Tierkadaververbrennung. Man erkannte es am drängend süßlichen Geruch, der zuweilen den ganzen Süden der Stadt überströmte, in eine schmale Straße ein, die von Ebereschen überdacht war. Im Sommer herrschte im Hohlweg Dunkelheit. Dann warf uns der Wolga in eine schmale Straße hinein. Bisher hatte ich angenommen, dass nur mein Vater diese schmale Straße kannte, an deren Rändern der Asphalt abbröckelte, dass diese Straße im Grunde ein geheimer Schleichweg war. Die Starre, die mich während der letzten Kurven und vor berauschenden Bäumen auf der Fahrt unbemerkt befallen hatte, machte auch vor meinen Gedanken nicht Halt. Mir fiel erst jetzt auf, als die Innenstadt uns entgegenleuchtete, dass es mich eingenommen hatte. Und ich schwieg. Ich schwieg, schwieg und dachte nicht. Später fiel mir einiges ein, was ich hätte sagen können. Ich hätte auf Antifaschismus meines Urgroßvaters verweisen können, der sich, wie er erzählte, 1933 auf dem oberen Platz mit SA-Männern geprügelt und zumindest in diesem Falle die Schlacht gewonnen hatte. Ich hätte erzählen können, wie Urgroßvater im Krieg keinen einzigen Schuss abgegeben hatte, wiewohl er Fahrer für die Wehrmacht gewesen sei und wie er kurz vor Ende des Krieges in Frankreich stationiert, desertiert und zu Fuß nach Chemnitz zurückgekehrt war. Vorstellen könne, für die Staatssicherheit zu arbeiten, war die Frage von Svens Vater. Ich versuchte mich herauszureden, sprach von offenem Kampf. Mein Nein führte dazu, dass der Wagen irgendwo hielt, mich entließ und mich nach Hause schickte.
ob ich mit meiner Mutter darüber reden wolle, fragte der Fahrer. Ja, sagte ich. Das machen wir aber nicht. All das roch ich, aus Karl-Marx-Stadt angereist, wo ich meine Mutter besucht hatte, wo man im November am Abend im Gefunsel drüber Straßenlaternen kaum etwas sah und höchstens die Salzkohle roch, mit der die Kachelöfen in den angrenzenden Altbaugebieten befeuert wurden. Und natürlich den Duft, Klammer Bettwäsche, in schlecht geheizten Wohnungen. Manchmal sah und roch man auch eine glühende Aschentonne aus Blech. Grenzzäune, Stacheldraht, Explosionen, alles, was wir überwunden glaubten, Geschichte, andauernde Apokalypse, Entropie. Wenn das das Ende ist, ausgewachsen, aufgewachsen, bis Ende der 80er Jahre ist das alles anders gewesen wahrscheinlich. Oder anders, beim Eintritt in eine Welt, die man mir als Vergangenheit vorgestellt hatte, von Lehrern und Eltern, die mit den Lehrern irgendwie unter einer Decke steckten. Die Lehrer habe ich dazwischen lange hinter mir gelassen. Manchmal frage ich mich trotzdem, ob sie noch leben und google nach ihnen. Das Interesse speist sich aber nicht aus Sehnsucht. Ich suche nach einem Link in die Vergangenheit, um mit der Gegenwart zurechtzukommen. Oder die Gegenwart steckt in den Bücherstapeln. Vielleicht möchte ich auch einfach die Anerkennung, die mir als Schüler verwehrt blieb. Vom ersten Schultag an war ich der zweitschlechteste Schüler in meiner Klasse. Über dem Land meiner Jugend lag eine merkwürdige Ruhe und der Geruch verbrannter Tiere. Meine Russischlehrerin ist inzwischen Schulleiterin geworden. Nicht an meiner Schule, sondern in einer nahegelegenen Kleinstadt. Sie ist Jüdin, aber davon sprach sie nicht, als sie uns unterrichtete. Nur meine Mutter sagte einmal nach einem Hausbesuch bei uns, dass sie den Eindruck habe, dass Frau Rothstein auf eine merkwürdige Art christlich sei. Mich traf in der Schule übrigens der gleiche Vorwurf einer verschämten Christlichkeit, weil ich in den höheren Klassen eine Maultrommel an einer Paketschnur um den Hals trug. In ihrer Form erinnerte das Instrument einige wohl an ein in Ornamenten verstecktes Kreuz. Im englischen Sprachraum wird es Jewel Harp genannt.
womit die Verwirrung perfekt und wir wieder bei Frau Rothstein wären. Damals resultierte die Vorsicht meiner Lehrer aus dem staatlich verordneten Atheismus. Heute, nach dem Aufflammen evangelikaler freikirchlicher Bewegungen, vor allem im Erzgebirge, kann ich diese Vorsicht sogar ein wenig verstehen. Ich aber trug die Maultrommel, weil ich gern Musiker gewesen wäre und sie das einzige Instrument war, das man ohne größere Übung bedienen konnte. Und es machte Eindruck bei meinen Mitschülern, wenn ich der Maultrommel in den Pausen einige Töne entlockte. Nach und nach aufklärt, aufgeklärt wird. Schon sammeln sich an den Staustufen Junglachse. Die Flüsse seien früher voll davon gewesen. Bachneuenarten, waren die nicht ausgestorben? Über Jahrzehnte nicht gesehen. Wölfe und kommen noch einige neue Arten dazu. Nutria, Waschbier, verrottete Zäune aufgegebener Pelztierfarmen. Nächtliche Schreie aus der Kadaververbrennung. Als in den 90ern die Kanäle in Leipzig geöffnet wurden, um die Bach- und Flussläufe wieder ans Tageslicht zu bringen, habe man blinde, hundertjährige Karpfen gefunden, las ich. Und ich muss an das Wespennest denken, das mein Vater, als die Welt für mich noch in Ordnung war, zumindest noch geordnet, mit einem Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch von der Schuppenwand spülte. Mit den Tieren kamen die Kriege zurück. Abwechselnd Meldungen über gesichtete Luchse und Wölfe, einmal auch über einen Bären, Meldungen zwischen den Kriegen, die inzwischen die Nachrichten bestimmten. An ihnen scheiterte mein Interpretationsmodell, die ich mühsam über die Grenze gerettet hatte. Es sollte um Öl gehen, um Bodenschätze. Das hätte ich noch verstanden. Christian aber sprach von Identitätskonstruktionen und ich fing an, mir die Menschen wie Schaufensterpuppen vorzustellen, zusammengestückt aus robusten Einzelteilen, die frei kombinierbar waren. So einfach sei das aber nicht, sagte Christian. Ich muss merkwürdig, das spielt vor ungefähr 20 Jahren und es könnte jetzt spielen. Der Materialismus kommt immer zu spät. Er sitzt mit seiner Angel am Kai oder am Bachrand, er fischt mit künstlichen Fliegen und hofft zu wissen, worauf er zu achten hat. Aus der Situation des Wartens folgert er seine Überlegenheit. Ein Lachs zappelt im Kescher. Wenn nichts passiert, meint der Materialist, er habe alles im Griff und ihm könne nichts passieren. Der Materialist meint, sein Material zu beherrschen, seinen Lachs, und er beherrscht sein Material, wie es ihn beherrscht. Aber das teilte ich damals noch nicht. Noch fühlte ich mich stark und überlegen. Ich beharrte darauf, dass es einfach ist. Bach war weit weniger abstrakt, als ich angenommen hatte. Er war nur übermauert.
Jetzt ist er freigelegt und man fand auch, als man die Röhren öffnete, jene Karpfen dort vor, lebendig, ungenießbar und blind. Bleihaltige Ablagerungsfische. Fortschritt ist, das, was einst als Fortschritt galt, wieder zu beseitigen. Mauern, Staaten, Religionen, show, don't tell. Ich hatte mich immer für einen Materialisten gehalten. Auch am Ende noch. Auch noch gegen besseres Wissen. Und als Materialist hatte ich gegen besseres Wissen natürlich eine gewisse Arroganz entwickelt. Gegen das Material, gegen den Lachs. Auch wenn ich es selber war, der es besser wusste, es besser wissen musste. Das passende Auge übrigens ist nicht zu angeln. Mit der letzten Metamorphose zum Ende hin, zur Eiablage, büßt es sein Maul ein, verhungert, versprüht aber seinen Samen. Immerhin. Einmal während meiner Armeezeit hatten wir vor einem Gewaltmarsch unter Vollschutz, wie es hieß, befohlen bekommen, auf einer Lichtung legten 25 Soldaten graues Gummizeug an. Graue Gummihosen wurden über Uniformhosen gezogen und zwischen den Beinen verknüpft. Darüber Jacken oder besser Capes ebenfalls grau. Mit Kapuzen, die man über die Gasmasken zog. Vorbeifahrenden müssten wir wie eine Gruppe Durchgeknallter erschienen sein, die eine Elefantenhärte nachzustellen versuchten. Aber die Wiesen zwischen den Neubaublöcken mit den frisch gepflanzten Bäumen, Birken und Pappeln, schnell wachsende Kulturen, hier und da eine Kastanie wie zur Beruhigung, würde ich nicht als Gelände bezeichnen. Wenn man davon ausgeht, dass Gelände auch eine Gefahr birgt, Unbekanntes, auf das man sich einstellen muss. Unser Abschnittsbevollmächtigter war kein Cowboy. Die Kartentasche enthielt keine Karte, das wusste ich sicher, denn sie war aufgrund einer Klarsichtfolie einsichtig. Man hätte die Kartentasche, hätte sie eine Karte enthalten. Ich habe das Buch vorher noch nicht benutzt. Man hätte die Kartentasche, hätte sie eine Karte enthalten, öffnen müssen, um die Karte zu lesen. Sie enthielt aber nur Zettel, auf denen Schäfer sich die Namen von Kindern notierte, über deren Verfehlungen er die Eltern informieren wollte. Hier im Jurgebiet braucht keiner eine Karte. Es war schwierig, sich hier zu verlaufen zwischen den übersichtlich angeordneten Plattenbauten. Es war ein kleineres Neubauviertel mit einer Gartenanlage in der Mitte und nicht einmal einem Polizisten hätten wir zugetraut, sich hier zu verirren. Zumal seine einzige Aufgabe darin bestand, nach dem Rechten zu sehen, Ruhe und Ordnung durchzusetzen, die im Grunde sowieso herrschten. Eine Karte vom Viertel hätte selbst ich aus dem Kopf zeichnen können. Und ich war beileibe kein Kartograf und auch kein Künstler, zumindest kein Bildender. Und was man im Kopf hat, braucht man nicht in der Kartentasche. Thank you.
Natürlich ließ ich den Schlüssel stecken, wenn ich zum Wäscheplatz ging. Einmal, als ich zurückkam, stand Schäfer in der Haustür und starrte wie unbeteiligt zur Seite. Der Schlüssel im Türschloss in unserer Wohnung fehlte. Da gab es nichts zu diskutieren, das wusste ich. Bewegungslosigkeit. Nach einer Viertelstunde beredten Schweigens drückte er mir den Schlüssel in die Hand. Das kommt nicht wieder vor. Eine Aufforderung, ein Statement, eine Lüge. Nie wieder. Späteren Generationen werden uns in diesem Jahrhundert einen Prozess zuschlagen, der Tod am Fließband produzierte und Bomben, die mit einer Explosion Opfer hervorbrachten, wäre bis dahin nur ganze Kriege. Davon aber weiß der Beteiligte wenig, nichts Konkretes. Er denkt erst einmal nicht darüber nach. Er ist dem eigenen Leben ausgesetzt. Seinem eigenen Tod. Daraus lässt sich kein moralisches Urteil ableiten. Es gibt keinen in der Summe, jeder stirbt für sich allein. Das wissen wir aus der Literaturgeschichte. Die Zurückbleibenden bilden ein Hinterbliebenen-Kollektiv, eine Trauergemeinde. Marx hatte das Wort kommt in jeder These mit einem Ö geschrieben. Es kömmt aber darauf an. Vielleicht war dieses Ö mein Anker, mein Grund, mich später für Philosophie zu interessieren, auf der Suche nach einem Rest, der sich der Interpretation entzieht. Wenn ich das Licht in meinem Globus, der wie ein Relikt zwischen den Büchern hervorlugt, einschalte, erheben sich aus dem roten und blauen Meer von Gebirge und Küste, die mir nicht winken, Baumgrenzen, die ich, wie die damaligen politischen Grenzen, nie überschreiten werde. Je mehr Freiheit ich in das Reisen legte, oder zumindest in die Vorstellung von Reisen, die plötzlich machbar waren, umso mehr schwanden meine physischen Kräfte. Prärien sind unberührt, dachte ich, wie der Meeresboden, wie die Marsoberfläche. Der Gegenstand der Naturwissenschaften war für mich ein toter Regenwurm auf dem Seziertisch im Biologiezimmer. Dazu erklangen Worte wie Ganglienknoten und Zentralnervensystem, die irgendwie unschön klangen und die ich bald wieder vergaß. Jetzt, nach Jahren, fallen sie mir wieder ein, als hätten sie die ganze Zeit zu meinem Wortschatz gehört, nur irgendwo herumgesessen und darauf gewartet, dass sich die Türe öffnet. Ganglienknoten.
Als Jugendlicher hatte ich mit dem Bus auf dem Weg zur Schule täglich ein Emailleschild passiert. Es hing an einem zerbröselnden Altbau am Fuße des Karl-Marx-Städter Sonnenbergs, dort wo der Bus 31 in einer engen Kurve in die Bahnhofsstraße einbog, nachdem er die Gleisanlagen der Reichsbahn passiert hatte. Auf dem Schild war eine deutschblonde Frau in blauen Kittel abgebildet, die lachend eine Packung Persil in den Händen hielt. Das Schild hatte Krieg und sozialistischen Aufbau überlebt, war ein Vorbote der Zukunft und zugleich Erinnerung. Schließlich gab es Persil in der DDR nicht zu kaufen. Dennoch hatte ich, wenn ich an diesem Schild vorbeifuhr, diesen Waschmittelgeruch in der Nase. Manchmal musste ich niesen. Das Schild war in ungefähr 2 Meter Höhe in diese Fassade geschraubt, deren Putz nach und nach abbröckelte. Die ganze Stadt eine löchrige Fassade. Nur dem Schild schien die Zeit nichts anhaben zu können. Es widerstand trotzig. Als Persil dann als Waschmittel wieder in die Läden einzog, die Fassaden saniert wurden, verschwand es, als wäre es nur ein Platzhalter gewesen. Irgendwo auf den Nachrichtenseiten im Netz wurde kürzlich von einem Geruchskino berichtet. Damals, als ich das erste Mal über die Grenze nach West-Berlin kam, fühlte ich mich überwältigt. Die Oberbaumbrücke passiert, landete ich direkt in Kreuzberg. Zwiebeln und Fleisch, das ich in großen Spießen drehte, und der eigenwillige Duft des Westcafés, den ich als Kaffee zwar identifizierte, der aber ein Geheimnis barg. Ein Intershop-Geheimnis. Das Geheimnis, das ich zu lüften gehofft hatte, wenn ich die Forum-Schecks, gegen die ich in der Staatsbankfiliale Karl-Marx-Stadt Posthof die 20 Mark eingetauscht hatte, die mir eine gewisse Tante Gretel zu Weihnachten geschenkt. Gretel. Eine gewisse Tante Gretel, habe ich geschrieben. Und jetzt dürften Sie fragen, warum kennen Sie Ihre Tante denn nicht? Nun, Tante Gretel war imaginär. Es hieß, sie wohne in Hildesheim, sei irgendwie mit meinem Vater verwandt. Aber auch nach der Scheidung meiner Eltern kam jedes Weihnachten der Geldschein. Verpackt zwischen zwei auf Covergröße, auf Kuvertgröße zurechtgeschnittenen Pappen in einem Briefumschlag, als könnten sie verhindern, dass die Röntgengeräte der Grenzsicherung die Sendung durchforsten. Dabei war es ein leichtes, Briefe mit Wasserdampf zu öffnen und ihren Inhalt zu prüfen. Das hatte ich selbst schon einige Male erprobt, als Briefe aus der Schule kamen und ich nur nicht sicher sein konnte, welche Tat meine Eltern in ihnen berichtet werden sollte. An den 20-Mark-Scheinen schien sich niemand zu stören und es war nur das Geld im Brief, kein Gruß, keine Erzählung, aber auch keine Frage an mich. Wenn man Verwandtschaft in Landschaft und Geografie umdeuten würde, dann wäre diese Tante mein Grünhainichen gewesen. Anfang der 90er Jahre versuchte ich, Gretel zu kontaktieren. Aber wenn sie es wahrlich am Telefon hatte, dann verleugnete sie sich. Gretel war, wie die ganze alte BRD, verschwunden, als ich sie hätte gefahrlos aufsuchen können.
Ich misstraute den Bildern. Auch wenn ich die Filme weggab, Abzüge bestellte, deckten diese sich nicht mit meinen Erinnerungen. Vielleicht gab und gibt es den richtigen Moment gar nicht. Oder er verlor sich im Rotlicht der Lampe der Labors, in dem ich das Badezimmer umgestaltet hatte. Letztlich hielten die Fotos etwas fest, was sie selbst erst hervorgebracht hatten. Und ich frage mich, ob es prinzipiell an der Fotografie lag oder an meinem Unvermögen zu fotografieren. Ich hörte es rascheln, dann sah ich den Büchern beim Kippen zu, dann beim Fallen. Ich wusste intuitiv, dass Eingreifen keine Option ist. Dankeschön. Ja, ich habe ihn ein paar Mal verlesen, aber das, keine Ahnung, es wird schlimmer im Alter. Macht nix. Vielen Dank. Gerne. Soll man jetzt noch Fragen beantworten? Wollt ihr jetzt noch eine Nummer ziehen? Ich die ganze Zeit gespielt. Frage? Ja? Ja. Ja. Wenn du möchtest. Können wir es ein bisschen heller machen? Ja. Das kannst du. Das Licht machen. Das Licht heller machen. Ich spiele noch ein Abschlussstück, wenn es gewünscht ist. Ja, super. Ich hoffe, es war insgesamt nicht zu laut. Es war für mich spannend. Überhaupt nicht. Okay, da würde ich jetzt mal ein bisschen lauter. Ich dachte, da muss er mal Kraft machen. Heute nicht. Thank you.
Thank you.